Dann kommen wir jetzt zum Beratungskomplex Graffiti. Wir hatten ja mit der Beschlussfassung über die Tagesordnung entschieden, dass wir die drei Anträge der Fraktion Die Linke mit den Drucksachen Nummern 246 aus 9 Fläche für Graffiti-Kunst legalisieren, 247 aus 9 Graffiti-Kunst mehr Raum geben und 248 aus 9 Flächen in Lichtenberg für Graffiti-Kunst ausweisen zusammen behandeln. Wünscht die Fraktion Die Linke das Wort zur Begründung? Frau Klug, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Verordnete, werte Gäste und Zuschauende. Graffitis in Berlin sind omnipräsent. Sie begegnen uns im Alltag, auf unserem Weg zur Arbeit oder auch beim Einkaufen und sind längst Teil des urbanen Berlins. Darüber hinaus ist Graffiti eine international anerkannte Kunstform. Es gibt auch immer mehr Auftragsarbeiten im öffentlichen Raum. Und dennoch, wenn ich privat der Graffiti-Kunst nachgehen möchte, habe ich dafür in Berlin ein erschreckend geringes Angebot und erschreckend wenig Möglichkeiten. Laut der Graffiti-Lobby Berlin sind es aktuell ganze 6 offizielle legale Flächen. Sie können sich vorstellen, bei einer großen Szene in Berlin herrscht ein starker Mangel. Dort ist nicht mal die Mauer beim Theater an der Parkaue mitgezählt, weil auch da der Status gerade wieder unklar ist. Wir sagen, das muss geändert werden. Wir wollen anfangen in unserem wunderschönen Lichtenberg, denn wir müssen uns doch fragen, was bedeutet es, wenn wir keine legalen Flächen ausweisen? Kann ich Ihnen natürlich sagen, erstens bedeutet es, Graffiti verstärkt dort, wo wir es nicht haben wollen, sei es an Denkmälern oder an Zügen und hohe Kosten in der Entfernung. Zweitens bedeutet es, mehr Müll an diesen Orten, wo dies geschieht. Leuchtet, denke ich, auch allen ein, weil eben nicht mitgedacht wird, dass dort Müll entsteht. Drittens haben wir eine schlechtere Qualität von Graffitis. Wir haben mehr Schmierereien statt aufwendig gestalteter Kunstwerke. Und viertens, ja, einen haben wir noch und auch unserer Meinung nach den wichtigsten Punkt. Es sind Menschen, oft junge Menschen, Jugendliche, die sich aufgrund ihrer Liebe zu einer Kunstform in die Illegalität begeben müssen. Das kann nicht in unserem Sinne sein und darum wollen wir heute mit diesen drei Anträgen einen Aufschlag wagen für mehr Graffiti-Flächen im Bezirk. Wir haben schon über die Hall of Fame gesprochen, ein Anliegen, was auch aus der Bürgerschaft kam, an der Bürgerinnenschaft kam. Und darum wollen wir hier in einem Schritt die Hall of Fame in der Rienstraße legalisieren. Da der Bezirk nicht direkte Handlungsmacht hat, möchten wir, dass das Bezirksamt sich gegenüber den zuständigen Stellen dafür einsetzt. Als zweiten Antrag möchten wir die momentan geduldeten Flächen als offizielle legale Flächen deklarieren und auch ausweisen online auf der Website, natürlich immer mit entsprechenden Müllbeseitigungsmöglichkeiten. Und drittens müssen wir auch in der Stadtplanung mitdenken, Graffiti mitdenken. Zum einen können es Lärmschutzwände sein, das kann an Schulbauten sein, wo öffentlich zugängliche Flächen sind. Da kann man Konzepte entwickeln, die uns allen weiterhelfen. Denn wir müssen auch sehen, Graffiti ist gerade für Jugendliche aus ärmeren Familien auch ein erster, besonders niedrigschwelliger Zugang zu Kunst und Kultur. Und diese legalen Graffiti-Flächen können auch ein Begegnungsraum sein, ein Kommunikationsraum für Leute, die diese Kunstform ausüben möchten. Und darum bitte ich Sie, uns zu folgen für mehr legale Graffiti-Flächen im Bezirk, für einen bunten Bezirk, den die Anwohnerinnen und Anwohner selbst gestalten können. Dankeschön.